Iodor hat seine Medizin erhalten. Gut, damit hast du die Sache bereinigt. Du kannst Ragnar ausrichten, dass ich mit dir zufrieden bin. Geh nun. Das sieht irgendwie aus wie irgendein berühmter Schauspieler oder so. Ich kann mir nicht helfen. Dann fragen wir ihn noch zum Gesetz aus. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärkten Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich, aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Ja, das ist gut. Dann haben wir ja unsere nächste Aufgabe. Clanstreit. Aber ich würde mich auch mal über eine Werkbank freuen, die war hinten. Liegt quasi am Weg. Da kann ich mich auch noch in der neuen Rüstung umsehen. Wir werden uns auf jeden Fall die Setzer-Rüstung holen. Und dann erst wieder die dritte, so beim letzten Mal auch. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Oh Gott, da brauchen wir viel stärker in Konstitution. Aber das wird halt echt bringen. 5000! Ja, wir gehen gleich erstmal Gold machen. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ich weiß. Oh, ich habe eine letzte Rüstung gekriegt. Never mind me dann. Aber ich brauche 20 Stärke und 25 Konstitution. Naja, wir haben das nächste Level ab ja fast. Wir haben Tränke für Energiespeicher. Rezepte für Energiespeicher. Kleiner Mana-Trank. Wir haben kein Mana-Kraut, Tatsache.
Davon verstehe ich nichts. Ich habe Chemie nicht gelernt. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Wir brauchen das Level Up zuerst. Mann. Und dann müssen wir unbedingt Chemie lernen, damit wir uns die ganzen Kosten für die Tränke ersparen. Oh Mann. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Klingt gut. Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Tavernenschlägerei? Nein. Aber anscheinend reicht eine Meinungsverschiedenheit heutzutage schon aus, um aus der Kneipe verbannt zu werden. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Also, an uns liegt's nicht, ist immer ein Punkt, wo ich als erfahrener Menschenfreund und Kenner sagen würde, doch, an euch liegt's. Genau an euch liegt's. Das ist genauso wie, ich habe Verbindungsschwierigkeiten. Hier, setz mal den Netzwerkadapter zurück. Daran kann es nicht liegen. Überlasse ich den anderen. Ich bin mit der Harke besser als mit dem Schwert. Sieh an, du wurdest tatsächlich bei uns aufgenommen. Es freut mich. Wir können jeden Kämpfer gebrauchen, seit der großen Schlacht um den Konverter. Hier, das geht aufs Haus. Willkommen bei den Berserkern. Der Hammer-Clan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Die Berserker müssen zusammenhalten. Der wahre Feind lauert da draußen. Nur zusammen könnt ihr die Alps besiegen. Irgendwie hast du recht. Der Feind ist nicht der Hammer-Clan. Ich werde mit Angrim reden müssen. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Wenn die Werker so weiterackern, wird Goliath... Ich hab dir doch gesagt, dass er die Klappe nicht halten kann. Ich mag Angrim von Mal zu Mal weniger, habe ich schon mal gesagt? Ich hoffe. Oran wird euch wieder bewirken.
Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenklaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Ich hab zu danken. Und jetzt müssen wir das oben abklären. Ach komm. Bevor ich mich da wieder hochturne. Man kennt das. Ja, genau. Da bin ich schon tiefer gefallen, ohne Schaden zu nehmen. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Wenn nicht, dann bekommt Uran meine Faust zu spüren. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Das Ganze war Angrims Schuld. Was sagst du da? Woher weißt du das? Uran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Wir müssen uns doch darum kümmern, dass Angrim uns Zuspruch gibt. Yikes. Könnte witzig werden. Dann lass mal sehen, was Angrim so von uns jetzt will. Ich begrüße deinen Entschluss, unserer Gemeinschaft die Treue zu schwören. Du tatest gut daran, nicht den Versuchungen der anderen Gruppierungen zu erliegen. Aber solltest du nicht bei den anderen Setzern sein? Schließlich fällt mehr als genug Arbeit an. Ich habe nicht vor, auf Dauer ein Setzer zu sein. Du glaubst wohl, du seist zu höherem berufen. Aber um im Rang und Ansehen aufzusteigen, brauchst du mein Wohlwollen. Ja, genau deshalb bin ich hier. Es ist so, dass ich es dir nicht geben will. Doch nicht ohne eine Gegenleistung. Sag mir einfach, was ich tun soll. Mein Auftrag an dich sollte dir jedoch keine Schwierigkeiten bereiten. Ah, ja? Ich will, dass du dich an die Fersen meines Eintreibers Zervas heftest. Ihm obliegt es regelmäßig, Splitter von unseren Leuten einzuholen. Ich habe jedoch den Verdacht, dass er in die eigene Tasche wirtschaftet. Ein Vergehen, das seinen Kopf kosten wird, wenn es sich bewahrheitet. Du wirst ihm deshalb folgen und mir sagen, ob er mir die korrekte Summe übergeben hat. Tu das für mich, und du hast meine Zustimmung, frühzeitig einen Rang aufzusteigen. Das ist es doch, was du willst, oder? Ich werde Zervas für dich überwachen. Das trifft sich gut. Er sollte jeden Augenblick seine Runde beginnen. Ich will, dass du unauffällig bei ihm bleibst und ihn belauschst, bis er zu mir zurückkommt. Und hör genau hin. Ich will schließlich wissen, ob er mich bescheißt. Alles klar? Klar. Dann los. Da kommt Zervas auch schon. Hefte dich an seine Fersen. Verdammte Technik. Ich komme vom Eisenclan. Und? Ich bin hier, um deine Abgaben einzutreiben. Ist es schon wieder soweit? Wie viel bekommst du von uns? Für wie viele bezahlst du denn? Wir sind zu dritt. Alles klar. Dann bekomme ich von dir 300 Splitter. 300? Alles klar. Hier hast du sie. Dankeschön. Ich muss jetzt weiter. Alles klar. Ich habe Zervas vorher noch nie gesehen oder gehört. Aber gab es nicht auch in der in irgendeiner Hallo?
Hallo. Gut, dich zu sehen. Das war interessant. Ich habe mal so 300 Splitter bis jetzt. Was willst du, Cervas? Mach mir jetzt bitte keine Probleme. Ich will nur die Kohle für den Clan, dann bin ich wieder weg. Hier hast du 100 Splitter. Mehr gibt's nicht. Danke. War das jetzt so schwer? Ach komm. Verschwinde einfach, okay? Jetzt sind wir 400. Wie könnte man das schneller mal langsam gehen? Konnte irgendwie schleichen, klar, aber... Ah, hier. Steuerung wäre es gewesen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, also... Wenn ihr euch gerade was zu trinken holen wollt oder was zu knabbern, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Mir wurde gesagt, du willst dich dem Eisenclan anschließen. Ja, das stimmt. Kommst du von Angrim? Ja, tue ich. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du genommen bist. Das ist ja großartig. Ich bin aber auch hier, um die 200 Splitter Spende für den Clan einzusammeln. Ja, natürlich. Moment, ich habe die Splitter in der Tasche. Hier, bitte. Danke. Und willkommen im Eisenclan. Ich muss jetzt zurück zu Angrim. Wir sehen uns. Es wären 600 Splitter. Mal sehen, was er jetzt sagt. Ich wette, er gibt nur 500 oder so ab. Oder sogar noch weniger. Hast du die Splitter eingetrieben? Ja, habe ich. Hier hast du sie. Genau 400 Splitter. Zwei Abgaben und einmal das Eintrittsgeld für den Eisenclan. Und das ist auch sicher alles? Ganz sicher. Wenn das so ist, danke. Du kannst gehen. Cervas war bei mir und hat mir die Splitter gegeben, die er eintreiben sollte. Ich hoffe, du hast an seinem Arsch geklebt und ihn überwacht. Also dann. Er hat mir 400 Splitter gegeben. Hat er mir alles gegeben oder hat er mich beschissen? Er hat dir nicht alles gegeben. Verdammter Halsabschneider. Ich wusste es. Den Typen werde ich mir vorknöpfen. Danke, dass du das für mich getan hast. Aber bevor ich dir meine Stimme geben kann, muss ich mir zuerst Gedanken über Cervas machen. Was passiert jetzt mit Cervas? Ich werde mir schon etwas für ihn ausdenken, aber das soll nicht dein Problem sein. Du hast getan, was ich verlangt habe. Meine Stimme hast du. Danke.
glaube, Cerberus ist einer der Charaktere, die wir davor nie gesehen haben und auch danach nie wieder sehen würden. So. Das gibt schon mal gute Rüstung. Oh, das war's schon. Solide. Ich habe noch einen Lernpunkt, ne? Ja, gut. Mit dem muss ich unbedingt Chemie lernen. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisen-Clan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammer-Clan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja.